Ich will Ihnen kurz einen Überblick geben. Wir wollen einmal in die Kerninhalte des Gesetzes schauen und die maßgeblichen Rechtsbegriffe und Positionen definieren. Dann im zweiten Teil auf einer praktischen Ebene, was kommt auf Unternehmen tatsächlich zu, welche Risiken bestehen. Ganz kurz dann ein Ausblick auf die geplante EU-Richtlinie und da sehe ich, ist zweimal die Ziffer 3 am Ende als Ziffer 4 ein kurzes Fazit von meiner Seite. Da die Zeit mit einer halben Stunde recht knapp für dieses Thema bemessen ist und sich meine Vorredner alle an ihre Zeiten gehalten haben, stehe ich unter erheblichem Druck, den ich aber versuchen werde, nicht an Ihnen auszulassen, sondern ich werde teilweise auch Dinge einfach überspringen. Was sind die Kerninhalte des Gesetzes? Es geht darum, das wurde schon angesprochen, Menschenrechtsstandards entlang der Lieferkette zu etablieren. Wir werden gleich im Einzelnen darauf eingehen, welche Standards das sind und so entlang der Lieferkette Schutzrechte zu etablieren. Das ist eine große Herausforderung und um den Begriff einmal zu nennen, ein echter Paradigmenwechsel, weil man sich doch früher darauf verlassen durfte, dass Zulieferer, Firmen in anderen Ländern sich an die jeweiligen Rechtsordnungen halten, sagt jetzt das Gesetz, ich muss aktiv Vorsorge dafür treffen und zwar nicht nur in dem Sinne, dass ich das in AGBs aufnehme, sondern dass ich wirklich ein echtes Risikomanagement betreibe. Mit dem Gesetz verbunden sind selbstverständlich auch Organisations- und Dokumentationspflichten. Das wurde im Vorfeld kritisiert. Es gibt Rechte der zuständigen Behörden zur Kontrolle und Durchsetzung. Zuständige Behörde ist das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das wir aus dem Bereich des Außenwirtschaftsrechts sehr gut kennen. Schließlich auch ist vorgesehen eine prozessuale Durchsetzung der Rechte durch Betroffene und Gewerkschaften, NGOs, die das im Wege der Prozessstandschaft geltend machen können. Und im Falle von Verstößen drohen Bußgelder sowie auch der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, also eine durchaus gravierende Sanktionierung, die letztlich vorgesehen ist. Werner Schnappauf hat es erwähnt, es gab kaum ein Gesetz, das in den vergangenen Jahren von solchen Diskussionen begleitet war. Es gab kaum ein Gesetz, bei dem das Gesetzgebungsverfahren so kontrovers lief. Verbände wurden teilweise sehr spät eingeschaltet, Fristen von 24 Stunden und weniger zur Stellungnahme gesetzt. Das alles wollen wir aber hinter uns lassen. Das Gesetz ist im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und es wird am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Und jetzt kommt die erste wichtige Unterscheidung. Es tritt in Kraft zunächst einmal für Unternehmen mit Sitz in Deutschland mit mindestens 3.000 Arbeitnehmern. Das Gesetz wird dann etwas teilweise missverstanden in der öffentlichen Diskussion. Da wird gesagt, Konzerne werden zusammengezählt. So steht es nicht im Gesetz drin. Es steht da bei der Berechnung der Arbeitnehmerzahl der Obergesellschaft sind die Arbeitnehmer verbundener Unternehmen mit einzubeziehen. Aber umgekehrt ist das zumindest so nicht vorgesehen. Das bedeutet, es erfolgt nicht automatisch eine Zurechnung von einer Unternehmensgruppe an eine einzelne Tochtergesellschaft etwa. Was das im Einzelfall bedeutet, muss man dann sehen. Nächster zeitlicher Schritt ist dann der 1. Januar 2024, also ein Jahr nach dem Inkrafttreten, wird dieser Schwellenwert von 3.000 auf 1.000 Arbeitnehmern gesenkt, sodass eben auch Gesellschaften, Firmen mit mindestens 1.000 Arbeitnehmern unter das Gesetz fallen. Wenn Sie jetzt für sich jubilieren und sagen, ich habe aber nur 899 oder 999 Arbeitnehmer, ich bin also nicht betroffen, dann muss ich Sie leider enttäuschen.
Wir gehen davon aus, dass wirklich nahezu alle Unternehmen mittelbar betroffen sein werden. Denn das Gesetz ist ja darauf angelegt, dass die großen Unternehmen, die Vorgaben in ihrer Lieferkette umsetzen. Und das bedeutet, überall dort, wo kleine und mittelständische Unternehmen unterhalb der Grenzen der Arbeitnehmerzahlen Teil einer Lieferkette sind, werden sie von diesem Gesetz betroffen sein. Es werden ihnen dann vertraglich Pflichten auferlegt werden. Das ist etwas anderes als gesetzlich und hat vor allen Dingen die Konsequenz, dass sie eben keine unmittelbare bußgeldrechtliche Verantwortlichkeit tragen. Aber es bleibt natürlich so, dass sie die Auswirkungen dieses Gesetzes massiv erfahren werden. Dann schauen wir uns einmal an, was bedeutet denn der Begriff der Lieferkette? Und da habe ich Ihnen die maßgebliche Formulierung im Gesetz hier einmal abgedruckt und ich lese sie einmal vor zum besseren Verständnis. Die Lieferkette bezieht sich auf alle Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Sie umfasst alle Schritte im In- und Ausland, die zur Herstellung der Produkte und zur Erbringung der Dienstleistungen erforderlich sind, angefangen von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Lieferung an den Endkunden. Und dann kommt eine Aufteilung, die uns in diesem Gesetz häufig begleitet, nämlich sie erfasst das Handeln im eigenen Geschäftsbereich des Unternehmens, sie erfasst das Handeln der unmittelbaren Zulieferer und das Handeln der mittelbaren Zulieferer. Also eine sehr, sehr weitgehende Ausdehnung des Begriffs der Lieferkette, wie es im Text heißt, bis zur Gewinnung der Rohstoffe. Wenn man sich diese weite Definition vor Augen führt, dann muss man eben sagen, der Anwendungsbereich ist von vornherein ganz weit ausgedehnt auf die gesamte Lieferkette und beschränkt es eben nicht auf die unmittelbaren Zulieferer. Das war ursprünglich ein Versuch von vielen Verbänden, das Gesetz handhabbarer zu machen. Einschränkend wird man sagen müssen, der Begriff des Zulieferers stellt auf die Beteiligung am Herstellungsprozess des Produktes ab. Wir haben jetzt in verschiedenen Mandaten und auch bei Diskussionsveranstaltungen schon die Frage, was ist denn mit Produkten, Büromaterial, die an ein produzierendes Unternehmen geliefert werden? Da ist meine Auffassung, dass solche Materialien, die also nicht in den Herstellungsprozess einfließen, dass die davon nicht unmittelbar betroffen sind. Trotzdem erleben wir jetzt, dass Unternehmen auch diesen Anwendungsbereich ausweiten und sagen, wir machen das nicht verpflichtend nur für die Zulieferer von Rohstoffen, von Produkten, die in unser Endprodukt einfließen, sondern wir machen das verpflichtend für Geschäftspartner insgesamt. Also eine noch weitere Ausdehnung, als das Gesetz ohnehin schon vorsieht, was aber sicherlich im Sinne des Gesetzes ist. Was nicht gefordert wird, ist die Durchführung von End-Use-Checks, wie wir sie beispielsweise im Bereich der Exportkontrolle kennen. Also es geht nicht mehr darum, was der Kunde, der Abnehmer mit dem Produkt letztlich machen wird. Das ist relativ eindeutig aus dem Gesetz zu sehen. Und ich habe Ihnen das hier mal in einer Grafik dargestellt, wo man ganz schön sieht, natürlich arg vereinfacht, welche Unternehmen betroffen sind. Wir haben hier in dunkelblau das verpflichtete Unternehmen, wir haben dann die unmittelbaren Zulieferer und eine ganze Kette von sogenannten mittelbaren Zulieferer. Das sind nämlich alle weiteren bis hin zurück zur Rohstoffgewinnung. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben nicht nur zwei unmittelbare Zulieferer, sondern Sie haben, wie ich das jetzt aus vielen Unternehmen schon kenne, 10.000 oder mehr unmittelbare Zulieferer, die wiederum eine Vielzahl mittelbarer Zulieferer hinter sich herziehen. Dann kann man ermessen, welche Auswirkungen dieses Gesetz tatsächlich in der Praxis hat. Schauen wir uns einmal inhaltlich an, welche Rechtspositionen letztlich betroffen sind und geschützt werden. Das kann man grob unterteilen in grundlegende Menschenrechte. Dann haben wir arbeitnehmerbezogene Menschenrechte, das Diskriminierungsverbot
Sozialstandards und den Umweltschutz. Und das sind sozusagen die, also gerade die beiden letzten, Umweltschutz, Sozialstandards, die man nicht mit gemeinhin mit Menschenrechten verbindet, aber die sollen natürlich ein menschenwürdiges Leben in einer Region, in einem Land sicherstellen. Also insofern auch hier ein sehr weiter Ansatz. Und Sie sehen auch daran ganz schön, wir haben Rechtspositionen, Recht auf Leben und Gesundheit, Verbot der Kinderarbeit, Folterverbot, wo man ohne weiteres Nachdenken sagen würde, ja, das sind Dinge, da stehen wir ohne Einschränkung dahinter. Dafür hätte es dieses Gesetzes vermutlich nicht bedurft. Wir haben aber auch andere Rechte, wo man sehr genau überlegen muss, was ist denn damit gemeint? Was ist das Recht auf angemessenen Arbeitslohn, das Recht auf Arbeitspausen, eine angemessene Begrenzung der Arbeitszeit? Da wird es schon sehr schwierig, das festzulegen. Und da gilt als Grundsatz für diese Rechte, es kommt nicht auf die auf unseren hiesigen Standard an, sondern es sind die Standards zugrunde zu legen, die in den jeweiligen Drittländern gelten, insbesondere gesetzliche Standards. Also wenn es einen Mindestlohn gibt, dann ist dieser Mindestlohn auch für die Frage des angemessenen Lohns in Betracht zu ziehen. Ja, was kommt konkret nun daraus folgend auf die Unternehmen zu? Und hier sehen Sie in dieser Folie ganz schön die Unterscheidung. Wir haben einmal Sorgfaltspflichten, die den eigenen Geschäftsbereich und die unmittelbaren Zulieferer betreffen. Und wir haben zum anderen Sorgfaltspflichten, die die mittelbaren Zulieferer betreffen. Das ist diese grundlegende Unterscheidung. Also das klassische Compliance-Management, Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen, Beschwerdeverfahren, Gewichten von Risiken, das gilt zunächst mal nur für den eigenen Geschäftsbereich und für die unmittelbaren Zulieferer. Bei den mittelbaren Zulieferern muss ich sicherstellen, dass auch dort ein Zugang zum Beschwerdeverfahren besteht. Ich muss aber nur bei substantiierter Kenntnis von Verstößen oder Risiken anlassbezogen bestimmte Pflichten umsetzen. Und wenn Sie das lesen, werden Sie natürlich auch fragen, was ist denn substantiierte Kenntnis? Substantiierte Kenntnis bedeutet, ich muss wissen, wen betrifft es und ich muss Kenntnis davon haben, was im Einzelfall hier beanstandet wird. Und wenn man das an einigen Beispielen mal verdeutlicht, das können zum Beispiel Presseberichte sein, das können Informationen von NGOs sein. Es wird damit gerechnet, dass NGOs auch ihre Erkenntnisse viel stärker veröffentlichen werden, um diese substantiierte Kenntnis auf Unternehmensseite herzustellen. Aber es würde aus meiner Sicht zum Beispiel nicht reichen, wenn es einen Bericht im Stern sonst wo in den Medien gäbe, der sagt, menschenunwürdige Zustände bei Textillieferanten aus Bangladesch. Das wäre noch nicht substantiiert, weil es völlig pauschal eine Vielzahl von Unternehmen betrifft. Wenn es sich aber weiter konzentriert, etwa auf eine bestimmte Region, und ich weiß, in dieser Region gibt es zwei große Produzenten, dann glaube ich, wird man irgendwo sagen müssen, jetzt ist diese Kenntnis verdichtet, jetzt ist sie substantiiert und jetzt muss ich tätig werden. Die Abgrenzung dazwischen ist aber gar nicht einfach zu treffen. Die gesamten Maßnahmen stehen immer unter dem Vorbehalt der Angemessenheit. Das Gesetz sagt, es muss angemessen sein, es muss dem Unternehmen zumutbar sein. Und was zumutbar und angemessen im Einzelfall ist, richtet sich auch nach der Unternehmensgröße, nach der Zahl der Zulieferer. Also es ist eher natürlich zuzumuten, einen Zulieferer auszutauschen, wenn ich das Produkt ohne weiteres ersetzen kann, als wenn ich abhängig von einem Monopolisten bin und er sich weigert, Maßnahmen zu ergreifen. Dann werde ich möglicherweise
an ihm festhalten können, obwohl ich Risiken für die Lieferkette feststelle. Das sind aber Entscheidungen, die im Einzelfall im Rahmen einer Risikoabwägung getroffen werden müssen. Und aus dieser Unterscheidung zwischen den Pflichten bei einem unmittelbaren Zulieferer und den Pflichten bei einem mittelbaren Zulieferer hat man natürlich die Gefahr gesehen, dass Unternehmen versucht sein könnten, Einkaufsgesellschaften einzuschalten, damit sie letztlich das Risiko in der Lieferkette weiter nach hinten schieben. Und da sagt der Gesetzgeber ausdrücklich, das wird nicht funktionieren. Wenn ich einen unmittelbaren Zulieferer missbräuchlich in die Lieferkette aufnehme, dann wird er sozusagen fiktiv nicht berücksichtigt und dann gilt der nachfolgende Zulieferer trotzdem als unmittelbarer Zulieferer, auch wenn vielleicht gar keine vertraglichen Beziehungen mit ihm bestehen. Das gilt aber nur bei Missbrauch. Natürlich steht es Ihnen frei, auch jetzt Entscheidungen im Hinblick auf die Lieferkette zu treffen und dabei auch Überlegungen anzustellen, wo es aus verschiedenen Gründen Sinn macht, unmittelbare Zulieferer neu einzusetzen, etwa im Sinne von Einkaufsgesellschaften. Das haben wir in vielen Bereichen und wir kennen auch diese Missbrauchsprüfung etwa aus dem Zollrecht, aus dem Ursprungsrecht und Antidumpingrecht, wo der Missbrauch so definiert wird, dass es keine wirtschaftliche Rechtfertigung geben darf. Umkehrschluss, wenn ich eine wirtschaftliche Rechtfertigung habe, dann kann das durchaus Sinn machen und akzeptiert werden. Man sollte sich nur bewusst sein, dass je näher die Umstrukturierung der Lieferkette an dem Inkrafttreten des Gesetzes liegt, umso eher wird man sich vermutlich kritischen Fragen der Behörde stellen müssen. Was bedeutet das für das Unternehmen? Also man muss im eigenen Geschäftsbereich und bei den unmittelbaren Zulieferern dafür sorgen, dass eine Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie verabschiedet wird. Man muss einen Jahresbericht erstellen, wie die Sorgfaltspflichten umgesetzt worden sind. Ich muss Schulungen machen im Unternehmen. Ich muss natürlich meinen Einkauf etwa sensibilisieren auf diese Themen, Rücksicht zu nehmen, also wo bislang nur nach Preis, Qualität, Verlässlichkeit ausgewählt wurde, kommt als weiteres Kriterium hinzu, wie sehr bietet dieses Unternehmen, wie sehr bietet dieser Zulieferer Gewähr dafür, dass die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten beachtet werden. Und das kann zu verschiedenen Dingen führen, etwa dazu, dass man die Geschäftspartner überprüft, dass man Audits durchführt oder durchführen lässt, dass man selbstverständlich jetzt beginnen muss, auch die vertraglichen Dokumente zu überarbeiten. Also Einkaufsverträge müssen auf das neue Recht umgestellt werden. Es müssen Klauseln eingeführt werden, der Code of Conduct möglicherweise überarbeitet werden. Man kann über Schadensersatzverpflichtungen nachdenken, wenn falsche Angaben zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten gemacht werden. Also hier ist ein ganzer Strauß von Maßnahmen denkbar und auch sinnvoll, die man jetzt im Vorfeld dieses Gesetzes schon eingehen kann. Man wird dann, ich hatte das schon angesprochen, Stichwort Beschwerdeverfahren, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Also es muss in der gesamten Lieferkette gewährleistet werden, es muss eine Vertraulichkeit gesichert sein. Das kann man, da gibt es auch andere Beispiele. Sie kennen möglicherweise die Whistleblower-Richtlinie, die jetzt in nationales Recht umgesetzt werden musste. Also hier kann man vermutlich in vielen Fällen auf bestehenden Systemen aufsetzen. Wichtig ist, wenn ich einen Verstoß oder ein Risiko festgestellt habe, dann bin ich gefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Und zwar Maßnahmen, die im eigenen Geschäftsbereich natürlich so aussehen müssen, dass dieser Verstoß oder beendet oder das Risiko abgestellt wird, denn da habe ich das in der Hand. Je weiter es in der Lieferkette nach hinten geht, desto mehr bin ich von anderen abhängig. Das heißt, mit dem unmittelbaren Zulieferer ist vorgesehen, dass ein terminiertes Konzept zur Minimierung der Risiken
erarbeitet wird. Das muss alles dokumentiert werden. Und bei den mittelbaren Zulieferern gilt das entsprechend, aber auch hier wieder mit der Einschränkung, nur dann, wenn ich Kenntnis von diesem Verstoß habe. Und als Ultima Ratio kann es tatsächlich dazu führen, dass ich eine Geschäftsbeziehung aussetzen oder abbrechen muss, wenn ich partout diese Risiken, die dort bestehen, nicht in den Griff bekomme, wenn ein Zulieferer, ein Produzent sich beharrlich weigert, hier auch nur angemessen zu reagieren, Zusicherungen zu geben, dann kann das die Konsequenz sein, aber bitte nicht bei der ersten Weigerung, sondern nach einer angemessenen Frist, nach einer angemessenen Bewertung und auch abhängig davon, ob das für das Unternehmen zumutbar ist. Ja, ich hatte angesprochen schon die Frage der Klagerechte von Betroffenen und NGOs. Also es wird NGOs, die ein Recht auf oder es wird ihnen zugesprochen, eine sogenannte Prozessstandschaft wahrzunehmen, also im eigenen Namen Rechte Betroffener geltend zu machen. Interessant ist rechtstechnisch wieder, dieses Klagerecht erstreckt sich auf überragend wichtige Rechtspositionen. So heißt es im Gesetzestext, innerhalb der Lieferkette. Interessant ist das deshalb, weil der Begriff überragend wichtige Rechtsposition bei der Aufzählung der geschützten Positionen in § 2 gar nicht auftaucht. Das heißt, man muss überlegen, was ist denn überragend wichtig? Und da mag die Unterscheidung, die wir vorhin einmal gesehen hatten, zwischen den grundlegenden Menschenrechten und anderen Rechten möglicherweise Anwendung finden, aber es ist unklar nach dem Gesetz. Im letzten Gesetzgebungsdurchgang sozusagen ist das Gesetz nochmal eingeschränkt worden, ist klargestellt worden in § 3 Absatz 3, dass mit dem Gesetz keine Ausweitung der Haftung der Unternehmen verbunden ist. Das Gesetz begründet keine neuen Haftungstatbestände, sondern die Haftung bleibt wie bisher nach BGB § 823 in der Regel bestehen. Und die spannende Frage für die Juristen ist dann, ob diese Klarstellung in § 3 Absatz 3 auch erfasst, dass das Gesetz nicht als Schutzgesetz im Sinne des 823(2) angesehen werden kann. So muss man es wohl lesen nach der Intention? Ganz eindeutig finde ich es nicht. Und ich will dann, weil sich die Zeit schon dem Ende nähert, noch einmal auf die EU-Richtlinie hinweisen. Es ist schon angesprochen worden, die EU hat parallel ein Verfahren gestartet, um eine entsprechende Richtlinie mit europaweiter Geltung dann zu verabschieden. Deutschland hat nicht auf diese EU-Richtlinie gewartet, was vielfach von der Industrie, von Verbänden kritisiert wurde und was sicher auch durchaus begründet gewesen wäre. Aber man wollte sagen, wir setzen schon mal ein Beispiel und die Erwartung in den zuständigen Ministerien ist dann eher, dass sich die EU-Richtlinie am deutschen Gesetz orientiert. Was wir bisher wissen, ist, dass das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz durch die Richtlinie nochmal verschärft werden soll, insbesondere was die Anwendung auf kleinere und mittlere Unternehmen anbelangt. Das wäre sicherlich eine sehr wesentliche Ausweitung. Über vieles andere muss man dann nochmal gespannt sein, in welche Richtung sich die Diskussionen innerhalb der EU entwickeln. Ja, was bleibt als Fazit? Es gibt viel zu tun, auch wenn das Gesetz erst ab 1. Januar 2023 beziehungsweise ab 1. Januar 2024 verpflichtet ist. Ich habe Ihnen hier mal ein Schema erstellt nach mit den verschiedenen Handlungsschlagworten, die es zu berücksichtigen gilt. Ich kann nur sagen,
bitte nicht abwarten, bis der 1. Januar 2023 vor der Tür steht, sondern gehen Sie das Thema aktiv an, nutzen Sie das, überlegen Sie, wie Sie umgehen mit Ihren eigenen Zulieferern und wie Sie mit Anforderungen von Ihren Kunden umgehen. Das wird nämlich ein wesentliches Thema sein. Stellen Sie das Unternehmen so auf, dass Sie frühzeitig die Anforderungen des Gesetzes intern abbilden. Und dann ist man, glaube ich, in einer sehr guten Position. Werner Schnappauf hat im Vorfeld auf unser ESG-Tool, ESG-Check-Lieferkette schon hingewiesen. Nutzen Sie das gerne, um sich einen Überblick über Risiken für Ihr Unternehmen zu verschaffen. Wir werden im Nachgang zu der Veranstaltung darauf auch nochmal mit einem Link gesondert hinweisen. Vielen Dank.